Hermann Mayer über alles. Die Skigemeinde Flachau, das Land Salzburg, Österreich und die Sportwelt feiert den 37. Geburtstag des Herminators. Der Superstar hat vor knapp 2 Monaten seine einzigartige Skikarriere beendet. Eine Karriere, die ihn nach Ingemar Stenmark zum erfolgreichsten Skirennläufer aller Zeiten gemacht hat. Über so eine glückliche, schöne Karriere, die was am Anfang, wie es ausgeschaut hat, sicherlich nicht einfach wird, dass man überhaupt da diesen Traumberuf ausüben darf. Und mir ist es dann trotzdem gelungen. Und dann natürlich noch so erfolgreich zu sein und verletzungsfrei eigentlich beim Skisport geblieben zu sein, das ist ganz was Besonderes. Und im Nachhinein kann man wirklich nur dankbar sein, dass man das erleben durfte. Und ich glaube, das war ein besonderer Lebensabschnitt, der was auch in Zukunft für mich noch sehr wichtig sein wird. Apropos Zukunft, die ist für den gelernten Maurer gänzlich offen. Eine konkrete Möglichkeit, Hermann Mayer als Sicherheitsbeauftragter für die FIS. Unfälle sind in den letzten Jahren immer schon sehr viele passiert. Und wie man jetzt wieder gesehen hat, ist es nicht nur in den schnellen Disziplinen, sondern vor allem auch in den technischen Disziplinen. Und das haben wir schon vor 2, 3 Jahren schon gesagt, dass man da sicherlich was ändern sollte. Da wäre sicherlich Handlungsbedarf. Die Musik hingegen wird Spaß bleiben. Spaß für die 4.500 Fans, die zum Fest für Hermann nach Flachau gekommen sind. Auch die Promis haben sich nicht lumpen lassen. Besonders nach diesem Motorradunfall so wieder hochzukämpfen mit all den Handicaps, die sich dabei zugezogen hat. Und dafür muss er wirklich die Kappe ziehen. Dass er nie aufgegeben hat und wirklich bis zum Schluss mit sich selber, mit seiner Gesundheit so gekämpft hat, dass er wieder oben war, obwohl dieses Handicap ihn getroffen hat. Das ist in Wirklichkeit die richtige Leistung von ihm. Österreichs erfolgreichste Stimmungskanone machte schließlich dem Mayer mit einem Geburtstagsständchen seine Aufwartung. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, lieber Hermann, Happy Birthday to you. Aber auch die Nonnen des Flachauer Gospelchors heizten den Fans im Festzelt gehörig ein. Da blieb dem Herminator nur noch eins. Vielen Dank und jetzt gibt's ein Freibier. Klar, das freut das Volk in Flachau. Dort hat man den Dorfplatz nach dem Wirtschaftsmotor Mayer benannt und zum Ehrenbürger ist er auch geworden. Eine Bronzestatue ziert den Eingang zum Tourismusverband. Flachau weiß eben, was es der Skigröße zu verdanken hat. Genau wie die Wirtschaft und die Politik. Er und Mozart konkurrenzieren sich auf ziemlich gleicher Augenhöhe. Hermann Mayer kennt man in der ganzen Welt und weiß, woher er kommt. Und so ähnlich ist es mit Mozart. Auch jeder weiß, dass Mozart ein Salzburger war, das aus Salzburg kommt. Das heißt, wir haben 2 Aushängeschilder mit ein paar hundert Jahren dazwischen. Einen in der Kultur und einen im Sport. Schön, dass es so ist für Salzburg. Hermann Mayer schien sich wirklich gefreut zu haben über dieses Abschiedsfest von der großen Bühne des Spitzensportes.